Hallo und herzlich willkommen zurück zu City War Nation. Und mit dabei heute ist wieder Chris. Hallo. Geil, du hast immer noch dieses Geräusch. Wenn jemand reinkommt. Dieses ja. Ich habe gedacht, das kann ich jetzt einfach mal drin lassen. Weil es ja auch so ganz cool, wenn irgendwie der Feind nachjoint, weißt du? Ja, aber jetzt gibt es ja keine Feinde mehr. Wir sind ja jetzt alle Buddies hier. Best Buddies. Dann kam alles anders. Wer weiß ja nicht, wie sich die Geschichte noch am Ende entwickelt, weißt du? Das kann jetzt wieder Frieden sein, aber wer weiß, wie sich das wieder entwickelt von Wolfsbach aus, weißt du? Ja. Weiß man ja nicht. Deswegen, ich würde mich dann nicht so 100% darauf verlassen, dass das erstmal Frieden ist. Hey, erstmal ist Frieden. Ja, jetzt erstmal. Ich meine nur. Ja. Man weiß nie, wie die plötzlich denken oder was sie da für Ideen haben. Weiß man ja nicht. So, ich wollte eigentlich ganz was anderes machen. Erstmal Rüstung holen, genau. Rüstung holen. Bei der Endetruhe, wenn hier eine ist. Perfekt. So, ja, die Rüstung würde ich hier auch nicht anziehen. Okay, ich muss doch in mein Haus. Okay, mach das. So. Und dann würde ich sagen, müsstest du eigentlich auch noch ein bisschen Glas farmen gehen? Ja, ich glaube auch, dass ich noch ein bisschen brauche. Ja. Dann könnte ich auch einmal noch die restlichen Sachen eigentlich verteilen. Aber ich fange schon mal ein bisschen an mit der Aussichtskuppel. Okay. Ich werde mir jetzt meine Rüstung holen und dann werde ich mal Glas farmen gehen. Wo ist denn meine schöne verzauberte Eisenrüstung? Wo ist die denn? Da schon mal nicht. Aber oh, da. Nee, warte. Okay. Es tut mir jetzt im Herzen weh, die gesetzten Blöcke wieder kaputt zu machen, aber es muss sein. Kloster? Nee, die gesetzten Glasblöcke. Ah, das ist auch scheiße, ne? Ja, das ist noch beschissener als Kloster. Ja. Wirklich. Aber ich habe die falsch gesetzt und das kann ich nicht durchgehen lassen. Das kannst du nicht durchgehen lassen, nein, nein. So, okay, Chris, Nigis Haus sieht auf jeden Fall schon schöner aus, da die jetzt das letzte Mal so viel umgebaut hat. Als meins oder generell? Nein, Nigis Haus sieht jetzt schöner aus als vorher, meine ich. Achso. Ich dachte, jetzt wolltest du schon mein Haus kritisieren. Hä, das habe ich noch nie gemacht. Ja, stimmt, also wirklich, das ist alles Teams Schuld. Genau, alles nur Tim. Nicht wir beide, nein, nein, nur Tim. Nein, nein. Du lässt halt immer alleine. Genau. Schuh. Geil. So, jetzt bin ich einmal rum. Rumdidum. Okay, ich muss auf jeden Fall sehr viel Glas farmen. Ja, also ich bin jetzt schon auf dem Weg zur Wüste und werde ein bisschen Glas noch für mich holen. Okay. Wegen Tränken. Weil da brauchen wir auch einiges. Ja. Nein, schon wieder einen falsch gesetzt. Ich fass es nicht. Ich habe übrigens letzte Folge Wolfsbach aus Versehen einen Eimer geschenkt, aber naja. Gut. Oh mein Gott. Sollen sie behalten. Wie kannst du nur? Du hast ihm einen ganzen Eimer geschenkt? Ich verrete. Einen ganzen Eimer? Ja, also, einen ganzen Eimer. Weißt, man glaubt es gar nicht. Du weißt, dass da darauf die Todesstrafe steht, ne? In unserer Stadt. Jo. Ja, ich bin doch der König von der Stadt. Also das rein, ne? Ist egal erstmal, aber darauf steht die Todesstrafe, wer hier den Feind einen ganzen Eimer schenkt. Ja, aber doch nicht mit Inhalt, oder? Nee, nur so. Ja. Das wäre noch krasser. Ja, dann müsste ich mich ja gleich erhängen gehen. Ja. Nee, okay. Wenn es nicht mit Inhalt war, kriegst du eine Lebenslänge nicht. Dann ist gut. Ach, dann nehme ich doch lieber das Erhängen. Ja, irgendwie Lebenslänge steht auch scheiße. Ja, ne? Mein ganzes Leben lang in der Zelle vergammeln, da das auch nicht so das Wahre. Nee, ist irgendwie nie. Muss auch nicht sein. Nö. Jetzt auf jeden Ach ja, Fall. Leute. Jetzt kommen wieder die spannenden Sachen des Projektes. Sandfarmen in der Wüste. Ey, das ist so geil. Ja, oder? Sandfarmen ist so geil! Ich könnte sogar aus verschiedenen Perspektiven angucken. Hier sieht das besonders aus einer ganz besonderen Sicht, wie hier Mystery Sand abfarmt. Oh, super geil, Leute, schaut euch das an. Sehr das geil. Gibt's nur bei uns. Das ist Ziel. Was kann man in diese kleinen Blumentöpfe reinpacken? Du kannst zum Beispiel Kakteen reinpacken, was richtig geil aussieht. Okay. Du kannst alle möglichen Art von Blumen reinmachen, nur keine großen Sträucher. Okay. Und sonst alles. Also du kannst auch sogar die Sachen aus der Wüste da, diese kleinen Sträucher, die es da gibt, die kannst du auch reinmachen zum Beispiel. Oder Pilze kannst du auch reinmachen. Okay. Das würde ja auch ganz passen in der Pilze, ja, dass du da so rote Pilze. Ja. Packe ich da Pilze rein. Das wäre ganz cool. Aber erstmal muss ich in die Wüste Sand farmen. Okay, dann klatschen wir uns gerade ab, ja? Ja.
Ich gehe nämlich aus der Wüste raus, wenn es dunkel wird. Oh mein Gott. Dann gehe ich erstmal ins Bett. Okay. Wo ich in die Wüste gehe. Das wäre auch Quatsch. Nachts will ja keiner in die Wüste gehen. Ist ja viel zu kalt. Ist wirklich so. Ich war ja schon in Ägypten gewesen. Ja. Da war ich nachts in der Wüste gewesen. Und das ist Sachen, da kann man drauf verzichten auf jeden Fall. Echt? Das, also, ist es echt zu kalt, wie man immer hört? Oder? Ja, es ist so wirklich, also tagsüber schwitzt du deinen ab, denkst du, boah, wie heiß, wenn jetzt so ein kühles Eis, das wär's jetzt, oder ein kühles Bier. So kalt abduschen oder sowas. Ja. Und dann kommt plötzlich die Nacht, und sobald wirklich die Nacht da ist, da wurden dann, wir waren mit so einer Truppe unterwegs gewesen, die haben dann Decken ausgeteilt, wir haben ein riesen Feuer gemacht und haben es in den Decken zugedeckt und ans Feuer gesetzt, dass es nicht kalt ist. Okay, what the fuck. Also es ist wirklich arschkalt. Also es kommt, glaube ich, schon drauf an, in welchem Gebiet du so bist an sich, aber an sich ist es wirklich richtig kalt. Okay. Und das glaubt man gar nicht in der Wüste. Und ich hab mir auch sagen lassen, dass es in extremen Gebieten und in extremen Jahreszeiten, also so richtigen Jahreszeit, könnte es sogar in der Wüste schneien, sofern Regenwolken über der Wüste wären. Dann würde es schneien. Also rein theoretisch. Tut es nicht, aber rein theoretisch würde es gehen. Das ist ja krass. Ja. Ich hab auch gedacht, so in der Wüste einfach. Wow, ich komme so um die Ecke. Ist das so eine Hexe? Dachte ich, ach, krass. Und sie hat mich mit Langsamkeit getroffen, diese Ohrenvergiftung. Ja, geil, jetzt stirbst du erstmal. The Bitch. Sie hat Zucker und Gunpowder getroppt, wenigstens etwas. Naja, es geht auch. Du, ich sterbe jetzt, Chris. Ah, no. Ah. Gott. Mach mal mehr Schaufelinos. Schaufelinos? Ja. Ich habe das Gefühl, dass ich in meinen LPs voll auf Bitch sage, weil ich von Breaking Bad geschädigt bin. Echt? Ja, weil Jesse Pinkman sagt auch immer Bitch. Das ja. Ist auch immer. Das sind Vorbilder, Leute. Das sind Vorbilder. Ja, ey. Nehmt euch niemals einen Let's Player zum Vorbild. Außer kommt Simon Unge natürlich, der ist der Beste, den es gibt hier. Immer Simon Unge als Vorbild nehmen. Macht auch eine Weltreise, einfach so, ist doch kein Problem. Ich höre leichte Ironie in deiner Stimme. Eine leichte? Eine leichte? Habe ich mich nicht klar und deutlich ausgedrückt. Also wollen wir auch Klartext reden? Nein. Doch. Ich respektiere ihn für das, was er tut. Das ist halt so feindselig. Ich respektiere ihn zwar für das, was er tut. Ich wollte gerade ein Aber sagen, aber lass es mal. Lass jetzt doch sein. Ja, ich lass jetzt mal gehen. Es gibt genug Leute, die dieses Thema aufgreifen, da brauche ich das nicht machen. Okay. Dafür bezahlt mich keiner. Schade eigentlich, ne? Ja, schade. Kritisieren kann ich gut, aber nur wenn ich dafür bezahlt werde. So, dann. Ja, mal ganz vorsichtig. Jan Böhmermann! Hey, wer hat das gerade gesagt? Weiß ich nicht. Woher kam das? Hast du dir schon mal die Videos von ihm angeguckt? Von ZDF ja, Neo Rolle Royal? Ja, hab ich schon mal gesehen. Im Longboard-Führerschein. Ja, aber keine Ahnung, ich finde manche Sachen auch echt extrem überspitzend. Ja, so, denkst du, ja. Hahaha. Ich finde manchmal ist er auch ein bisschen zu krass sarkastisch, sodass man das fast schon als Hasstirade nehmen kann. Ja, wirklich so. Aber ja, es ist halt alles nur Ironie und Sarkasmus. Ja. Aber damit muss man halt umgehen können. Man fängt über dich an, dann sagst du, jetzt noch so, muss man mit umgehen können. Ja. Dann wirst du irgendwann so größer und dann redest du über dich. Denkst du, dann höre ich den ganzen Tag einfach. Ey, aber Simon ist ja auch, ich folge ihm ja auch auf Twitter. Ja. Und der ist damit eigentlich ganz cool umgegangen. So. Der hat sich jetzt dann nicht dafür irgendwie beeindrucken lassen. Nee, warum auch? Es wäre ja Schwachsinn, wenn sich da jetzt drüber noch aufregen würde, so. Weil gemacht wird es trotzdem, dann erst recht, weißt du, wenn dann Leute sich drüber aufregen oder meckern, also dann wird ja gerade erst recht weitergemacht, weißt du? Dann, ja. Und man sieht so, dass sie sich da doch draus was machen, so. So. Dann fange ich wieder an, Tränke zu machen, aber das mache ich dann wieder nächste Folge, wenn ich wieder weiß, welche Tränke ich überhaupt machen will, wirklich. Ich mache schon mal die Grundbasis für die ganzen Tränke. So, und dann die ganzen leeren vollen Wasserflaschen hier noch reinmachen. So, dann habe ich schon mal mein Folgenziel erreicht. Bei wie vielen Minuten sind wir denn? Bei 10. Geil.
Hälfte der Folge um und ich habe mein Folgenziel erreicht. Okay, dann kannst du die Folge ja jetzt beenden. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und tschüss. Euer Mystery. Dum, 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 Outro. Und Outro. So, ist das? Das soll ich auch mal abbauen. So. Das braucht jetzt auch keiner mehr. Und jetzt darf ich das ja wieder machen. Was denn? Ich werde jetzt District 9 abbauen, also da, wo die Pferde eingesperrt sind. Also Bogan, wenn du das siehst, ja. Du kannst dir dein Pferd wieder abholen. Muss nicht sein, also wenn dann ist, du kannst natürlich immer noch gerne deine Erfüllung machen. Du wirst deine Strafe noch früher genug bekommen, dass du es nicht gemacht hast, aber das hat nicht ich in der Hand, der die Strafe dir gibt, sondern das ist eine höhere Macht. Der Geist von Charlie. Das ist eine höhere Macht, der diese Strafe dir zukommen lässt. Also das war deine Entscheidung gewesen, ich war nur derjenige, der die quasi das mitgeteilt hat und dir die Wahl gegeben hat. Und jetzt hast du es entschieden, dass dir das egal ist. Also falls dir dein Pferd noch irgendwie wichtig ist, dein Pferd heißt hier, wie heißt es, Chesna. Chesna ist dein Pferd hier mit der Eisenrüstung, hol es dir, wenn du meinst, du musst es dir holen. Deine Strafe wird kommen, aber das habe ich leider nicht in der Hand. So. Das dazu. Ich wollte jetzt auf jeden Fall das Fieder hier schöner machen, weil das sieht so hässlich aus hier. Dass es so abgesperrt ist hier. Bei den Pferden. Also mein Pferd hat ja eindeutig einen Luxuskäfig. Ein Käfig, wie du schon betonst, Käfig. Bei mir haben die eine freie Fläche zum Leben, da haben sie einen Käfig. Eine freie Fläche von 1x1 Quadratmeter oder wie? Ein Luxus. Luxus-Mini-Käfig. Ist so. Hier steht ein Schwein auf diesem Sandhügel, ganz provokant, nur um mich zu ärgern. Dieses Schwein, ohne Spaß. Guckt mich an, es grunzt und mein Hass wächst. Oh. Frag mich, ob ich es töten soll, aber nein. Ich töte keine Schweine. Nicht? Du, also ich töte keine Kühe und du tötest keine Schweine oder was? Nee, eigentlich töte ich keine Fledermäuse. Okay, Schweine sind mir eigentlich egal. Ja, verstehe ich, will ich auch nicht mehr. Oh, wie brutal! Oh nee. Ja, das muss ich rausschneiden. Das muss ich rausschneiden. Ja, ey, ich hab gerade. Oh, das sah echt zu fies aus. Ich hab gerade mit dem Bogen auf dem Schwein gezielt, so mit meinem letzten Pfeil und dachte mir so, ey komm, Schwein, fick dich jetzt einfach. Und das Schwein guckt mich einfach mit ganz großen Kulleraugen an. Oh. Und ich lass einfach los. Hast du es getötet? Ja. Jetzt habe ich einfach ein schlechtes Gewissen. Ich kann nicht mal das Fleisch aufsammeln. Aber zu Recht, weißt du, oh, das zu Recht ist richtig. Das ist Piggy. Das tut mir so leid. Es tut mir leid. Ich versuche mal so ganz dramatische Musik einzusetzen. So traurige. Oder traurige Musik, während ich so seinen Kopf dreht, während ich den Bogen spanne und mich ansieht. So, und dieses Chicken hier. Das ist schon seit dem Projekt hier in diesen Zäunen eingesperrt. Ich würde sagen, Chicken, ist es soweit. Das ist doch das heilige Ritual-Chicken, oder? Ja. Darfst du es nicht töten, sonst wird ein Fluch auf dich übergehen. Nein, nein, ich töte es nicht, aber es darf aus den Zäunen raus, wenn es so möchte. Ich gebe mir jetzt kurz die Zeit. Ja. Okay, Zeit, darüber nachzudenken. Ich glaube, es lebt schon. Ich glaube, ich halb Huhn, halb Zaun. Ich glaube, das lebt schon. Es ist halb Huhn, halb Zaun, okay. Nein, ist wirklich so. So sieht das aus. Warte, ich mache mal ein Screenshot für die Folge. Halb Huhn, halb Zaun. Warte, kann man das irgendwie schön machen, dass es schön aussieht? Nicht wirklich, aber hey. Halb Huhn, halb Zaun. So. Geil. Ja, wir denken, ach ja, das Ding. Das ist halb Zaun, so. Halb Huhn, halb Zaun, Huhn. Genau. So. Okay. Jetzt wieder hier in alter Frische. Ist wieder schön gemacht. So muss das noch aussehen, Leute. So muss das. Jetzt kommt da wieder die Fackel hin, wo sie hingehören. Nehme ich hier hin. Ich hoffe, ich schaffe das noch heute alles zu bearbeiten. Weil morgen habe ich keine Zeit mehr dafür. Oh nee. Oh nee. Das war ja so gut. Ich fahre ja morgen schon ganz früh nach Berlin. Ja. Du fährst nach Berlin? Ja, Klassenfahrt. Lol, ich fahr übermorgen nach Berlin. Cool, ey, vielleicht sehen wir uns. Bist du auch in Stadtmitte irgendwo von Berlin? Ja, Charlottenburg. ich war noch nie in Berlin. Ich bin so, keine Ahnung. Also, ich bin eine Straße neben der Straße, wo die Siegessäule ist. Okay, ja, wir sind in Friedrichshain, heißt das, glaube ich.
Ah, okay. Wann bist du da? Nur bis Freitag. Okay, ich bin von Donnerstag bis Sonntag dort. Okay. Ist ja lustig, dass du auch da bist. Ja. Ja, wie gesagt, Klassenfahrt, ne? Okay, und was macht ihr da so? Wir gucken uns, wir gehen ins Dungeon, wir gucken uns Körperwelten an, wir gehen in die Charité. Also Gesundheitszeug, was man nur in so einer Gesundheitsschule macht. Mhm. Okay. Aber es geht. Dann gehen wir shoppen und feiern und Party machen und stuff. Stell dir mal vor, du weißt ja nicht, wie ich aussehe, ne? Doch klar, ich hab deine Frisur gesehen. Ich weiß genau, wie du aussiehst. Genau. Ich hab vor, du läufst einfach so an mir vorbei. Ich lauf so an dir vorbei. Kann gut passieren, weil du weißt auch nicht, wie ich aussehe. Doch. Nee, ja, aber ich hab zwar ein Foto mal von dir gesehen, in WhatsApp damals, aber wenn ich jetzt dich sehen würde, ich wüsste trotzdem nicht, dass du bist. Nee, glaub ich auch nicht. Das ist schon lustig. Ich glaube, kann gut sein, ne? Am Ende sagen wir es noch so Tag. Und also, die Stimme, die kenne ich irgendwie. Und dann beachten wir sich weiter und gehen wieder weiter. Ja, aber ich sage eigentlich niemals fremden Leuten guten Tag. Ich bin voll das asoziale Arschloch. Ich muss gerade sagen, ne? Okay. Was könnten wir denn jetzt noch machen, diese Folge? Ich weiß es nicht. Ich freue mich schon drauf, wenn Stormy mal zu dir kommt und ihr beide mit Schwertern kämpft. Minecraft. Ja, ich habe dann überlegt, wenn wir das wirklich so durchziehen. Ich will jetzt nicht so viel verraten, wieso Stormy zu mir kommt und so, aber es soll ja noch ein Geheimnis bleiben. Wenn ich so überlegt, dass ich dann auch wirklich so mit Anzug und so und meiner Maske dann so in dem Video bin und dann so richtig kämpfen und er vielleicht dann auch noch so ein bisschen seine Kappe aufhat, ein Headset irgendwie drum hat, so wie auf seinem Profilbild, weißt ja. du? Das wäre richtig lustig. Ja, auf jeden Fall cool, wenn wir das machen würden. Wir müssen ja auch so richtig richtige Bluteffekte und alles reinpacken. Die ganzen großen YouTuber. Ja, genau, ja, klar, auf jeden Fall. Ja, dann geht dein Kanal richtig ab. Genau. Kommt bei Liv Lloyd so, hey, und der hat das geilste Minecraft-PvP-Video der Welt gedreht. Geht alle auf seinen Kanal und abonniert ihn. Ja, und von Mr. Trashpack kriegst du den Win der Woche dafür. Ja, Mr. Trashpack hat mir ja schon mal ein Video gesprochen, hast du es gesehen? Ja. Wo du auf der Gamescom warst, ne? Nee, das war so gewesen, meine Freundin, die war unterwegs in Berlin gewesen. Und da war der gewesen und dann, also das war so ein Mini-Fan-Treffen gewesen, so wie ich das mitbekommen habe. Und dann hat meine Freundin so mit ihm gesprochen und dann hat er dann das so für mich aufgenommen gehabt. Und dann habe ich das geschickt bekommen, war richtig lustig. Das ist ja cool. Ja. So, ich würde sagen, der Mond geht auf, die Folge geht vorbei. Wir sind bei 18 Minuten. Also ich beende jetzt die Folge, weil ich muss mir jetzt erst überlegen, was ich jetzt wieder hier in City of Nations mache. Ich habe jetzt kein Ziel mehr, diese Folge. Ich weiß auch jetzt nicht, was ich jetzt Produktives machen könnte. Ich würde nur planlos durch die Gegend laufen. Ist ja auch cool. Auch cool, ne? Also wenn ihr wollt, könnt ihr die Folge noch bei Chris weiterschauen. Ich weiß nicht, wie lange er jetzt noch macht. Ja, jetzt auch nur noch ein paar Minuten. Ich packe jetzt nur noch das Sand in die Öfen. Das Sand. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder. Bis dahin, ciao. Euer Mystery.